Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo die allerschönsten Menschen der Welt wieder eingeschaltet haben und wieder eingesappt. Ich war heute um 6 Uhr morgens nicht am Start. I'm sorry, Leute. Ich habe vielleicht verpennt tatsächlich. Aber morgen 6 Uhr garantiert und übermorgen 6 Uhr auch, denn das nehme ich jetzt alles schon auf. Bedeutet, das ist safe. Dann haben wir die EP durch und dann haben wir alles clean. Das heißt, heute, morgen und übermorgen, dann sind wir durch. Und morgen und übermorgen, 6 Uhr morgens. Wir sind angekommen bei dem japanischen Track. Ich habe ganz kurz bei Google Übersetzer geguckt. Der heißt auf Deutsch sowas wie Moderne Samurai. Ich bin sehr, sehr gespannt. Feat Shogo steht da auch. Ich freue mich drauf. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Wir haben im Snippet ein bisschen was gehört, was mich gecatcht hat und was halt einfach krass war, weil er von Deutsch zu Englisch zu Japanisch geswitcht ist, was sehr clean war. Wir haben wieder ein paar Namen rausgesucht. Wir haben ein paar Namen rausgesucht. Wir haben Paul und Paula. Wir haben Selma nochmal. Wir haben Hannah. Wir haben auch ein Henry. Ich weiß nicht, ich muss immer, wenn ich bei einem Buchstaben bin, versuche ich runterzurattern, wer noch so im Kopf ist. Wir haben Saskia. Saskia sehr aktiv, hat sehr viel geschrieben, hat sich gewünscht, dass ich kommentiere. Wir haben Nina. Nina hat, glaube ich, geschrieben, dass sie stille Zuschauerin ist und extra dafür einen Kommentar geschrieben hat. Dann haben wir Johannes. Johannes, langer Name. Langer Name, wen haben wir noch? Katharina. Und, fällt mir noch jemand ein schnell? Einen will ich doch haben. Robin. Robin. Das sind die Namen, die ich für heute vorbereitet habe. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche mir das zu merken. Ich bin nicht der Besseren, aber ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt bei Moderne Samurai. Wie gesagt, hier steht's. Oder Moderner Samurai. Moderne Samurai ergibt aber Sinn, weil es hier zwei Leute scheinbar sind. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Let's go. Okay, das ist das, was wir im Snippet gehört haben auch. Fuck off. Oh, der Beat ist aber nice, der Beat gefällt mir sehr gut. Und der Flow ist auch geil, den Flow habe ich im Snippet schon gefeiert. Jetzt der hier. Es ist eigentlich so crank, wenn man drüber nachdenkt, dass er auf drei verschiedenen Sprachen so flowen kann. Wenn man, also das ist schon einfach Respekt dafür schon. Respekt dafür. Ich habe das Gefühl, der Track könnte für meinen Taste ein bisschen zu ruhig sein. Weil ich gerade bei TJ Beastboy das mag, wenn es ein bisschen abgedreht hat, more crazy ist. Nicht so crazy wie der Anfang von Gut besser ich. Weil das war zu laut dann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Warte, war das, habe ich das im Snippet nicht auch schon gedacht? Ist das nicht Glurak oder so? Der OG-Sound von... Oder es erinnert mich irgendwie übel an... Nicht an Suikune ein bisschen? Nee. Eher an Raikou. Könnte Raikou. Ist das der Sound von Raikou? Nee, oder? Ah, nee! Nee. Ich dachte ganz kurz an Rayquaza oder es ist vielleicht doch was ganz anderes. Ich weiß es nicht genau. Oder ist das, ich hatte dich in den Kommentaren gelesen, ist das... Nee, ich verwechsel, glaube ich, was. Ich glaube, irgendjemand hat irgendwas mit dem Godzilla-Sound geschrieben, aber so hört sich doch nicht Godzilla an, oder? Oder? Bro, es hat sich so nach einem Pokémon, nach so einem Oldschool-Pokémon-Kampfschrei angehört. Ich höre echt nur Pokémon raus, aber es könnte, es würde natürlich passen, wenn das Godzilla wäre. Aber es hört sich nicht nach Godzilla an, finde ich. Oh, geil!
Geil, geil, geil. Komplett unerwartet. Also ich hatte recht, es ist ein sehr ruhiger Track. Was jetzt eigentlich gar nicht schlecht ist, es wird jetzt nicht der sein, den ich am öftesten höre, aber wir haben wieder Diversity in der EP, was ich immer nice finde. Und da muss jetzt ja nicht jeder Track meinen persönlichen Geschmack mit 10 von 10 treffen. Aber wie geil, das Feature habe ich ganz vergessen. Am Ende noch Gesang mit drin. Allgemein, hier und da viel Gesang. Finde ich nice. Oh, so eine softe Stimme. Oh, der Water Drop auch, nice. Oh. Clean. Oh, geil, ich kriege bei sowas direkt, krieg direkt K-Pop-Vibes und ihr seht's, ich liebe K-Pop. Geil. Geil, ich lieb's allgemein, wenn so Gesang mit eingebaut wird überall und hier ein bisschen was rumprobiert wird. Nice, sehr cooles Feature. Oh, der Beat, achte mal auf den Beat, Mann. Geil. Sehr, sehr nice. Ey, mega gut. Mega gut. Also wie gesagt, vom Feeling her für mich ein bisschen zu ruhig. Ich meine, der Track sollte das, genau das ausdrücken, deswegen kann ich das jetzt hier nicht irgendwie als schlecht betiteln oder so, aber es hat halt einfach nicht 100% meinen eigenen Taste getroffen, was ja auch völlig fein ist. Am Ende aber habe ich es geliebt, dass das Feature reinkam und dass es ein Gesangsfeature war. Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf, dass das ja, dass da noch Shogo, ich hoffe, ich spreche es ansatzweise richtig aus, mit dabei war. Aber wie nice am Ende dieser kurze, ruhige Part mit dem Gesang. Der hat auch zwischen Japanisch und Englisch geswitcht, was ich cool fand. Beziehungsweise englische Sachen auch wieder eingebaut gehabt, was mir vielleicht noch mehr K-Pop oder J-Pop-Vibes halt gegeben hat. Was ich sehr, sehr nice fand. Geil, ich bin sehr zufrieden, weil die EP bis jetzt sehr vielseitig ist und wir haben viel Gesang verbaut, was ich auch nice finde. Und ja, man bei den Tracks halt nicht weiß, was einen erwartet. Und das liebe ich, das liebe ich. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten. Der nächste, ich kann hier direkt mal nachgucken, ist Anime oder Anime halt. Ey, beim nächsten ist Adi sogar ein Feature, Dizzy. Geil. Ey, ich freue mich drauf, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid morgen am Start, 6 Uhr morgens oder halt später, wenn ihr nicht um 6 aufstehen müsst oder wollt, verständlicherweise. Ich freue mich drauf, die letzten beiden Tracks. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt einfach mal so gut aussehen, wie ihr seid, okay? Könnt ihr das machen? Könnt ihr morgen einfach wieder so fantastisch aussehen? Danke. Dann sehen wir uns, bleibt fresh so wie immer und ciao.